Ich bin die Hutter Leonie, ich komme von Mashofen und ich wünsche euch eine ruhige und besinnliche Adventszeit. Grüß euch, ich bin die Leonie aus Munze und ich mache heute einen Adventkranz. Gestern haben wir schon große von unserem Wald geholt und heute verarbeiten wir es. So, ich bin jetzt eingegangen zu uns ins Wohnzimmer und ich bilde jetzt einen Adventkranz. Jetzt nur die letzte Kerzen und die letzte Dekoration. Der Adventkranz ist fertig. Zuerst wiegt man 400 Gramm Cornflakes ab. Anschließend wiegt man auch die geriebenen Haselnüsse ab, es sollten ca. 120 Gramm sein. Danach zerkleinert man die Kochschokolade in kleine Stückchen, damit sie dann besser schmelzen kann. Nun gibt man zur Kochschokolade Pflanzenfett hinzu. Hier in meinem Fall habe ich Kokosöl hergenommen. Nun wird die Kochschokolade bei 40 Grad geschmolzen. Nun gebe ich in die Schüssel, in der die Cornflakes und die geriebenen Haselnüsse drin sind, zwei Päckchen Vanillezucker hinein. Nun werden Cornflakes, Haselnüsse und Vanillezucker gut miteinander vermischt. Wenn die Kochschokolade flüssig genug ist, kann man sie dann über die Cornflakes gießen. Jetzt sollte man wieder alles gut miteinander vermischen. Mit einem kleinen Löffel formt man dann kleine Kügelchen daraus. Hier sieht man die fertigen Kügelchen. Wenn die Cornflakes-Kekse ausgehärtet sind, kann man versuchen, sie vorsichtig vom Backpapier zu lösen. Anschließend kann man sie wie ich in so eine Keksbox geben. Ich habe hier noch so Backpapier-Einlagen drin, damit die Cornflakes-Kekse nicht aneinander kleben. Hier sieht man, wie ich so eine Backpapiereinlage dazwischen reinlege, damit sie eben nicht aneinander kleben. Frohe Weihnachten und ein gutes, neues und gesundes Jahr. Wünscht euch Lena Sprung aus Hallein. Das Weihnachtsgeschenk.
Paul bekam von seinem Bruder zu Weihnachten ein Auto geschenkt. Als Paul am Nachmittag des heiligen Abends sein Büro verließ, sah er, wie ein Junge um sein nagelneu blitzendes Auto herumschlich. Er schien echt begeistert davon zu sein. »Ist es Ihr Auto, Mister?«, fragte er. Paul nickte. »Ja, mein Bruder hat es mir zu Weihnachten geschenkt.« Der Junge blieb wie angewurzelt stehen. »Mensch, ich wünsche...« Er zögerte. Natürlich wusste Paul, was der Junge sich wünschen würde, auch seinen Bruder zu haben, aber was er sagte, kam für Paul so überraschend, dass er seinen Ohren nicht traute. »Ich wünsche mir«, fuhr der Junge fort, »ich könnte auch sein Bruder sein.« Paul sah den Jungen an und fragte ihn spontan, »Hast du Lust auf eine kleine Spritztour mit dem neuen Auto?« »Das wäre echt toll.« Nachdem sie eine kurze Strecke gefahren waren, fragte der Junge mit glühenden Augenaufschlag, »Würde es Ihnen etwas ausmachen, bis zu unserer Haustür zu fahren?« Paul schmunzelte. Er wollte seinen Nachbarn zeigen, dass er in einem großen Auto nach Hause gefahren wurde. Paul irrte sich ein zweites Mal. »Können Sie da anhalten, wo die Stufen beginnen?« Er lief die Stufen hinauf. Nach kurzer Zeit hörte er ihn. Er kam nicht schnell gerannt. Der Junge trug seinen behinderten kleinen Bruder. Er setzte ihn auf der untersten Stufe ab und erzählte ihm von dem Auto. »Eines Tages werde ich dir auch ein Auto schenken. Dann kannst du dir all die schönen Sachen in den Schaufenstern ansehen, von denen ich dir erzählt habe.« Paul stieg aus und hob den kleinen Burschen auf den Beifahrersitz. Mit glänzenden Augen setzte sich sein großer Bruder neben ihn und die drei machten sich auf zu einem Weihnachtsausflug, den keiner von ihnen jemals vergessen würde. In diesem heiligen Abend verstand Paul, was Jesus gemeint hatte, als er sagte, es ist selig zu geben. Ich wünsche euch alle einen schönen Advent. Weihnachtsglück für 16 Pfoten. Ein eisiger Wind fuhr durch meine Haare. Es war über Nacht bitterkalt geworden. Der Schnee fiel ohne Pause auf die einsame Straße, auf der ich entlang lief. Schnell konnte ich nicht laufen. Ich war hochschwanger und musste schleunig seine Unterkunft finden. Meine Babys in meinem Bauch zappelten und ich musste kurz stehen bleiben, um durchzuatmen. Wie konnte das nur mir passieren? Mir, einer ausgewachsenen, intelligenten Hündin. Ich bewachte einen großen Hof, war zuverlässig und hörte aufs Wort. Die Menschen dort waren gleichgültig mir gegenüber. Aber ich bekam regelmäßig Futter und durfte mich den ganzen Tag frei bewegen. Nur zum Arzt brachten sie mich nicht. Und so kam ich eben in die fruchtbaren Jahre und fühlte mich plötzlich seltsam allein. Auf den erstbesten Rumtreiber bin ich reingefallen. Kastriert war er, so seine Aussage, umgarnte mich und versprach mir den vollen Napf auf ewig. Ich war verliebt und es kam, wie es kommen musste. Kaum hatte das junge Glück zwischen uns begonnen, war es auch schon wieder vorbei. Er machte sich aus dem Staub. Die erste Zeit fühlte ich gar nichts. Dann wusste ich, dass neues Leben in mir heranwuchs. Ich freute mich wie wild. Ich wurde langsam dicker und träger. Ich freute mich auf mein Umfeld und sah mich in Gedanken mit meinen Kindern den Hof gemeinsam bewachen. Meine Menschen sahen meiner Veränderung nicht lange zu. Ich wurde vom Hof verjagt und mit Steinen beschmissen. Ich verstand nicht, was los war, kam zurück und wurde wieder verjagt. Traurig nahm ich Abschied von meiner alten Heimat und trottete einer ungewissen Zukunft entgegen. Die vergangenen Tage waren hart. Ich schlief in feuchten Gräben und fraß tote Tiere, trank Wasser aus dreckigen, vereisten Tümpeln. Die Kälte wurde immer schlimmer. Eines Morgens lag der erste Schnee auf den Feldern. Langsam musste ich mir etwas einfallen lassen. Mein Zustand verschlimmerte sich stündlich. Meine Babys wollten auf die Welt. Die Straße zweigte in zwei Richtungen
und mein Instinkt befahl mir, nach links zu gehen. Ich lief entlang und kam durch einen dichten Wald. Der Schnee hing schwer und nass in den Tannen und es wurde dunkel. Ich sah in der Ferne ein Licht. Am Ende der Straße stand ein Haus mit hell erleuchteten Fenstern. Das war meine Chance. Ich durfte keine Zeit verlieren. Schnell lief ich auf das Gebäude zu. Zu meiner Freude stand hinter dem Haus eine große Scheune. Ich schlich mich auf den Hof, in der Hoffnung, irgendwie in die Scheune hineinzugelangen. Ich staunte nicht schlecht. Das Scheunentor war leicht geöffnet. Ich schaute in die Scheune hinein. Da lag viel helles Stroh und in einer Ecke stand ein großes schwarzes Pferd, das mich staunend anschaute. »Was willst du hier?« fragte es mich mit tiefer Stimme. »Ich brauche einen Schlafplatz für die Nacht. Ich kann nicht mehr laufen«, hechelte ich und schob meinen Bauch etwas nach vorne. »Ich sehe schon, du bekommst Junge. Leg dich zu mir.« Das Pferd nickte mit dem Kopf und ich ging zu ihm. Erschöpft ließ ich mich nieder und wedelte dankbar mit dem Schwanz. Ich wurde von meinen Besitzern verjagt. Sie wollten meinen Zustand nicht. Ich habe nicht mehr, außer meine Kinder, wenn sie gesund auf die Welt kommen. »So, das sagen sie alle, wenn sie im Dreck sitzen«, schnurrte ein dicker roter Kater, der plötzlich um die Ecke kam. Er funkelte mich strafend an. Der Kater wusste, dass ich ihm in meinem Zustand nicht gefährlich werden konnte, deshalb wohl seine freche Klappe. »Lass sie«, wieherte das Pferd. »Sie hat viel durchgemacht. Du hast recht«, sagte ich zu dem Kater, der sich auf das Stroh zu uns legte. Ich war naiv und wollte etwas für mich haben, das aber andere nicht wollten. Jetzt sitze ich ohne Herr und Hof da mit Kindern, denen ich kein Heim bieten kann. Unser Herr hat dafür gesorgt, dass ich keine Frau mehr in Schwierigkeiten bringen kann«, miaute der Kater. »Wer weiß, für was das gut war«, grinste er neckisch unter seinen weißen Schnurrhahn. »Hier ist alles so sauber und ordentlich. Ein schönes Zuhause habt ihr hier.« Ich schaute mich staunend um. »Der Hausherr ist sehr ordentlich und reinigt meine Box jeden Tag. Wir haben wirklich Glück«, schnappte das Pferd zufrieden. Der Kater nickte und räkelte sich. Plötzlich bekam ich heftige Bauchschmerzen. Mein Leib drohte zu platzen. Ich jaulte auf und ergab mich den ersten Krampf. »Es geht los. Ich bekomme meine Babys«, jammerte ich. »Du musst tief atmen und ruhig bleiben«, beruhigte mich das Pferd. »Pressen«, maunzte der Kater. Wer hätte das noch vor Tagen gedacht? Da lag ich nun in einer Scheune und hatte zwei neue Freunde um mich rum, die mir halfen, meine Kinder zu gebären. Und nach vielen Schmerzen, Krämpfen und aufmunternden Worten kam auf einmal ein kleiner Zwerg nach dem anderen zur Welt. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Drei süße und gesunde Babys lagen in meinem Bauch. Ihre kleinen Augen waren zugeklebt, aber die tapsigen Pfötchen kamen schon in Bewegung. Und ich leckte ihnen vorsichtig das Fell sauber. Sie hatten alle ein braunes Fell wie ich. Nur der Kleinste hatte noch einen weißen Fleck auf der Brust. Sie sahen alle mir ähnlich und nicht ihrem Erzeuger, dachte ich erleichtert. »Das hast du gut hinbekommen«, freute sich das Pferd und wieherte freudig. Der rote Kater schnurrte begeistert. Meine kleinen Racker quetschten sich auch gleich an mich und jeder schnappte sich eine Zitze. Ich war das perfekte Mutterglück. Plötzlich wehte ein Windstoß die Scheunentür auf und ein Mann mit einem kleinen Mädchen an der Hand kam direkt auf uns zu. Sein Blick blieb starr und völlig ungläubig an mir und meiner Familie hängen. »Papa, schau doch, ein Hund mit lauter kleinen Babys. Ist das mein Weihnachtsgeschenk?« Das kleine Mädchen lachte freudig. »Eigentlich nicht«, sagte der Mann leise. »Aber eine Überraschung ist das wirklich, eine gelungene, würde ich sagen. Die Hand des Mannes kam auf mich zu und ich duckte mich aus Angst, dass Schläge folgen würden. Er streichelte mir zart über meinen Kopf und dann nahm er vorsichtig das Baby mit dem Fleck in seine Hände. Das sind wirkliche Weihnachtsgeschenke auf vier Pfoten. Sachte legte er mir das Kind zurück. »Weißt du, Papa, ich habe letzte Woche dem Christkind geschrieben, dass ich wieder einen Hund haben möchte. Jetzt, wo Belle tot ist. Meinst du nicht, wir können sie alle behalten?« Das Mädchen zupfte aufgeregt an der Jacke des Mannes. Der Mann ging in die Hocke und sah uns alle an. Der rote Kater strich am Arm seines Herrn entlang und schnurrte. Das Pferd schnaubte leise. »Sie wollten mir helfen. Nun, ich denke, die Hündin für mich und ein kleines Hundebaby für dich. Die anderen zwei kriegen wir bei Onkel und Tante unter. Da geht es ihnen gut und sie können sich regelmäßig sehen.« Der Mann streichelte seiner Tochter über das Haar. »Jetzt lass uns Futter für alle holen.«
Den Christbaum willst du doch auch endlich sehen, oder? Das Michel lächelte freudenstrahlend ihrem Vater zu. Sie gingen beide leise aus der Scheune. Du bist wirklich ein Glückshund, schnurrte der Kater. Willkommen bei uns, freute sich das Pferd. Ich konnte nur ungläubig nicken und schaute glücklich auf meine Kinder. Wir wurden verstoßen und wieder aufgenommen. Wir hatten alle in einer Nacht Freunde und ein neues Zuhause gefunden. Das alles in nur einer Nacht. Einer besonderen, nahm ich an. Die Pokémon Ella und in dem Video hat man gesehen, wie ich Mürbteig-Keks mache. Ich komme aus Unchen und ich wünsche euch eure besinnliche und schöne Adventszeit. Grüß euch, wir haben Theresa und Maria und wir kommen von Strobi. Und jetzt spannen wir uns den Timmy ein. Als erstes wird einmal putzt. Ein wenig frisieren müssen wir nach. So, jetzt ist er fertig geputzt und jetzt darf man aufgeschirren. Angespannt haben wir jetzt schon und jetzt fahren wir weg. Also ein paar Fakten über den Jimmy. Der Jimmy ist jetzt 20 Jahre alt, ist Shetland Pony. Er fliegt eigentlich die ganze Zeit um alles. Und sein Lieblingsspeis sind aber Schuhe sollen. Und seine größte Angst sind Kanaldicken. Yeah.
So, jetzt haben wir wieder daheim und jetzt sind wir ausspannen. Vielleicht, dass sich das Dunkle jetzt verliert und ein Zauber sich ins Herz verirrt, dass Zeiten sich verändern, dankend aus unseren Händen. Jetzt packen wir es wieder. Liebe 1a, auch ich möchte bei Ihnen gemütten. Ich bin da heute im wunderschönen verschneiten Gastein. Ich sage dir, es schneit richtig schön, richtig weihnachtlich. Ihr sind kein Klassenvorstand, möchte ich natürlich auch die besten Weihnachts- und Adventswünsche aussprechen. Ich wünsche Ihnen von Herzen jetzt eine wunderschöne, besinnliche Adventszeit mit Ihrer Familie, mit Ihren Freunden und engsten Bekannten. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes, besinnliches Weihnachtsfest. Und natürlich auch ein ganz braves Christkindl. Das habt ihr euch verdient. Des Weiteren wünsche ich euch dann, dass ihr gut umgerutscht ins neue Jahr 2021 und dass ihr einen schönen Heiligen Dreikönigtag habt. Ich hoffe, dass wir uns dann alle ganz gesund und voller Elan wieder treffen im Jahr 2021 im Winkihof. Und als in KKV bleibt mir nicht mehr zu sagen, als wir das irgendwie noch mal schöne Weihnachtsferien wünschen. Bis ganz bald. Hab schöne Ferien. Es gibt rund um eine Hoffnung, sie ist keiner verloren. Macht's Frieden.